Nichts daran, dass bei ihm im Moment alles ganz nach Plan läuft. Entgegen einiger Gerüchte macht er wohl auch in Zukunft mit Idle Joe Musik und auch mit seiner Zweitkarriere als Schauspieler kann Marky bisher durchaus zufrieden sein. Wir trafen den vielseitigen Vielbeschäftigten beim Bravo Fotoshooting in München. Stippvisite in Deutschland. Marky Mark war im Lande. Für die anwesenden Fotografen setzt sich der Rapper mit dem ruppigen Image gern ins rechte Licht und wagt eine Probefahrt mit der extra für ihn bereitgestellten Harley. Doch wer Marky in die Rolle des Arroganten und Frechen stecken möchte, macht es sich zu einfach. Marky beweist soziales Engagement. Obdachlosigkeit, Armut und Gewalt sind die Themen seiner Songs. Ich war eigentlich nie ein Bad Boy und ich versuche auch nicht, mein Image in diese Richtung zu lenken. In vielen Dingen bin ich extrem und stehe für das, was ich glaube, aber die Leute bekommen eben durch die Medien und durch Videoclips dieses Bild des Bösewichts von mir. Auch bei der Fotosession im Bravo-Studio gab sich der umschwärmte Mädchenheld relativ freundlich und zahm. Was man von dem ehemaligen Unterhosenmodel eigentlich nicht erwarten würde, ist sein relativ lässiger Kleidungsstil. Sein gesamter Ehrgeiz gehört der Schauspielerei. Aktuelles Filmprojekt, der Actionfilm No Fear mit Alyssa Milano, bekannt aus Who's the Boss. Die Dreharbeiten finden bis Dezember in Kanada statt. Ich spiele diesmal einen Typen, der sich selbst und sein gesamtes Leben in ziemlich große Schwierigkeiten bringt und aus dieser Situation keinen Ausweg mehr weiß. Das ist ein actionreicher Streifen, in dem viele Leute umgebracht werden, zum Schluss auch ich selbst. Trotzdem soll in dem Film keine Gewalt verherrlicht werden. Eine Schauspielschule hat Mark Robert Michael Wahlberg, so sein vollständiger bürgerlicher Name, übrigens nie besucht. Er verlässt sich da lieber auf seine natürlichen Talente. Ich spiele doch sowieso immer nur die verrückten Typen. Das ist doch ganz einfach. In letzter Zeit gab es immer wieder Gerüchte, dass Marky Mark und Prince Idle Joe in Zukunft getrennte Wege gehen wollen. Schließlich ließ das Duo eine für September geplante Deutschlandtour platzen. Aber das sind nur Vermutungen. Richtig ist, dass Marky Mark in Zukunft noch mehr Filmrollen annehmen möchte und an einer Solo-CD arbeitet. Von Trennung ist allerdings offiziell keine Rede. Marky und Joe verbindet nicht nur eine intensive Freundschaft, sondern auch die Liebe zur Musik. Auch bei Soloprojekten will sich Marky Mark zukünftig auf die Erfahrung seines Freundes verlassen. Meine Mutter hat mich schon als kleines Kind in die Musikschule geschickt. Ich war 6 oder 7 Jahre alt und sollte Flöte spielen lernen. Ich bin also von klein auf mit Musik aufgewachsen. Auch jetzt, als Erwachsener, ist die Musik für mich immer noch das Wichtigste in meinem Leben. Musik inspiriert mich einfach. Den coolen Weiberheld lässt Marky Mark nur selten raushängen. Wenn es um das weibliche Geschlecht geht, gibt er sich eher zurückhaltend. Seine Traumfrau hat der 23-Jährige übrigens noch nicht gefunden, obwohl es ihm an Angeboten wohl kaum mangeln dürfte. Besonders in Los Angeles ist es sehr einfach, ein Mädchen kennenzulernen, wenn man sozusagen berühmt ist und noch dazu Geld hat. Es ist wirklich gar kein Problem, wenn ich hier in einen Club gehe. Manchmal geht mir das auf die Nerven. Ich war doch immer schon dieselbe Person und trotzdem hat sich früher niemand für mich interessiert und mit mir geredet. Das Einzige, was sich geändert hat, ist die Tatsache, dass ich jetzt natürlich mehr Geld habe. Wer Marky Mark und Prince Idle Joe live erleben möchte, muss sich noch etwas gedulden. Bravo TV hält euch auf dem Laufenden. Die Freunde.